ausgerechnet Schiedsrichter Matthijs war es, der das erste Tor der Partie einleitete. Küttler führt den Ball, eleganter Trick des Schiedsrichters und Wolf zieht mit dem Leder auf und davon, erzielt in der 21. Minute das 1:0 für Waldhof Mannheim. Natürlich Proteste der Schalker Spieler, aber der Schiedsrichter war Luft, der Treffer galt, 35.000 im Parkstadion entsetzt. Aber auch schockiert von der Leistung der eigenen Mannschaft, immer wieder kam Mannheim gefährlich nach vorne. Hier ist es Wolf, der die Chance zu seinem zweiten Treffer in dieser Partie und zu seinem 11. Saisontor insgesamt verpasste. Mannheim blieb gefährlich, Hecking allein vor Lehmann, doch Schalkes Torhüter rettet. So konnten die Gastgeber froh sein, dass es zunächst 1:0 stand und Borojuk kurz vor der Pause sogar noch die Chance zum Ausgleich hatte, aber Laukan rettete. Zum Seitenwechsel die Miene von Trainer Ristić genauso trüb wie das Wetter. Strömender Regen zum Wiederanpfiff. Schalke nun ganz in Rot, doch der Trikotwechsel änderte nichts an der schwachen Leistung. Präsident Eichberg hielt es nicht mehr auf der Ehrentribüne. Und dann in der dramatischen Schussphase sah er doch noch den Ausgleich durch Peter Sendscheid. Mit diesem Kopfball das 1:1 ein wenig glücklich dem Spielverlauf nach und sogar die Chance zum Siegtreffer. Sascha Borodjuk auf der linken Seite passt herein, Mihailovic verpasst und dann Sendscheid über das Tor. Es blieb beim 1:1 aber nur bis zur 90. Minute. Dann konterten die Gäste ein letztes Mal gefährlich. Libero Alfred Schön plötzlich völlig frei und durch die Beine von Jens Lehmann. Das 2:1 für Waldhof Mannheim. Nach Schalkes Heimniederlage ist das Aufstiegs